Der Mais von Carsten Schnakenberg ist schön goldgelb und reif. Doch der Landwirt aus Bremen befürchtet, dass das bald nicht mehr so ist. Denn Stickstoffdünger ist nicht nur teuer geworden, sondern vor allem knapp. Dann ist davon auszugehen, dass wir deutlich niedrigere Erträge haben. Und wir reden bei manchen Früchten reden wir von Rückgängen von bis zu 40%. Knapp sind die Wachstumsbooster, weil der Großteil bisher aus Russland kam und die Lieferketten seit dem Ukraine-Krieg eingeschränkt sind. Dazu kommt, dass deutsche Hersteller die Produktion heruntergefahren haben. Denn das Gas zur Erzeugung von Stickstoffdünger ist inzwischen zu teuer. Doch die Unabhängigkeit von russischem Gas für den Bundeslandwirtschaftsminister unabdingbar. Wir können uns alle miteinander auch auf die Schultern klopfen, dass wir es geschafft haben, jetzt in den Winter zu gehen und die Abhängigkeit von Wladimir Putin zu reduzieren. Pfeifkonzert für diese Aussage von den Landwirten, die bei der Agrarministerkonferenz in Quedlinburg protestieren. Sie haben Angst um ihre Existenz. Wo die Reise hingeht und wie lange wir das noch bezahlen können, das wissen wir nicht. Irgendwelche Anforderungen oder Gesetze an uns werden immer nur verschärft und hochgesetzt. Mineraldünger zu kriegen gleicht eigentlich am Abenteuer. So kann es nicht weitergehen, sagt der Landwirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt. Wir brauchen hier einen Energiepreisdeckel aus Berlin. Berlin muss verstehen, dass die Düngemittelproduktion systemrelevant ist, dass die Bauern die Düngemittel auch brauchen. Wir brauchen es deshalb, weil die Bauern dafür Sorge tragen müssen, dass wir am Ende was auf dem Teller haben. Die Versorgungssicherheit garantieren will auch Landwirt Carsten Schnakenberg. Doch auch ihm geht so langsam der Stickstoffdünger aus.